Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist schon die dritte. Heute ist natürlich wieder Giro dabei. Achso, ja? Genau, ja, du bist dabei. Ja. Ich würde sagen, ist, ja. Wir starten direkt. Und zwar, Giro, wie lief es eigentlich bei dir in Ostern oder wie man das nennt? Richtig scheiße, ich war krank. Zwei Ach so, Wochen. Stimmt. Zwei Tage Wochen, mal zwei über Wochen. Samstag und Sonntag. Osterfeuer verpennt. Ja, ich check das mit dem Ostern Ost. an sich Mit auch dem. verpennt. Wo macht ihr eigentlich Osterfeuer, ihr Deutschen? Warum? Kein Plan. Okay. Aber man trifft sich da halt einfach und quatscht über Ostern oder so und dann ist halt chillig. Matthäus, Osterfeuer in Deutschland. Habe ich schon immer gemacht. Warum? Kein Plan. Der? Im Christentum handelt es sich dabei um die Nacht von Kar-Samstag auf Ostersonntag. Das hält mich irgendwie ungewusst. Aus christlicher Sicht symbolisiert das Osterfeuer den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit. Es gilt als Symbol für die Lichtwerdung. Was ist Lichtwerdung? Plan. Durch die Aufstehung Christi. Und bum, 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 und so weiter. Okay. Weil wir machen an Ostern so wie bemalen so Eier, weißt du? Das macht man auch immer. Man macht so bunte Eier. Macht ihr das auch? Ja. Ja? Ja. Okay. Aber wir machen das immer. Warte, wann meinte meine Mutter das? Also, Ich das ist glaube. immer unterschiedlich von Familie zu Familie, wie man das macht. Einige bemalen, die machen Stick. Hä? Hallo? Ich habe mich kurz Okay, stumm. okay. Mach Einige weiter. bemalen die, einige machen Sticker drauf. Wir machen das einfach so, wir packen ja was in so, es gibt so Farbtabletten dafür. Machst du so heißes Wasser, einen Schluck Essig rein, Farbtablette rein, dann Ja, ist sie wieder die kurz macht und die, warm. ist ja das ist die gleichen. Ja, aber wir bemalen die jetzt nicht unbedingt. Wir feiern dann am Sonntag. Wir gehen da mit Daniel und so. Wir feiern dann da, wir machen irgendwie so, meine Mutter nimmt zu essen, dann sind wir da und feiern da alle. Und ja. Und ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ja. Genau. Soll ich dir mal erzählen? Kurz Themenwechsel, ist Thema vorbei. In Hamburg, was da passiert ist. Also erste Tage, zweite Tage, erster Stimmt, du Tag. warst in Hamburg, ne? So im Hotel war halt super lange Schlange da. Dann sind wir einfach spazieren gegangen, haben bis abends gewartet. So, keine Ahnung, 16, 17 Uhr. Dann war die Schlange halt kürzer, nicht ganz kurz. Wir haben da trotzdem so 40 Minuten oder so gewartet, bis wir reingekommen sind. Und haben halt da gewartet. Und dann sind wir ins Zimmer gekommen. War eigentlich super. Ich habe halt, wir machen eigentlich immer denselben Fehler. Wir lesen die Rezension, nachdem wir das Hotel gebucht haben. Nennt man das so, diese Kommentare? Dann stand da so, Tür für Badezimmer konnte man nicht schließen. Riecht nach verfaulten Füßen und Essensreste und so. Geil. Hat nicht gestimmt. Also außer unten beim Essen. Dann haben wir noch, okay, dann lief ja alles super. Erste Nacht haben wir gut geschlafen. Zweite Nacht morgens haben wir sogar da Frühstück gehabt. Und es gab sogar Pancakes. Aber da musste es irgendwie, wir haben so 14 Minuten für zwei Pancakes gewartet oder so. Vier Pancakes. Man konnte zwar wahrscheinlich mehr nehmen, aber ich wollte halt probieren. Deswegen haben wir da 14 Minuten gewartet. Ich weiß nicht, ob das zwei waren oder vier. Haben da halt gewartet, ich habe einen gegessen oder zwei, hängt davon ab, wie viel ich geholt habe, keine Ahnung mehr. Und ja. Entschuldigung. Und okay, Ja, und das dann hast du auch zu entschuldigen. Es klatscht gleich, ja. am dritten Tag dann hat es dann, oder war das, ich glaube, es war zweiter Tag abends. Oder dritter Tag abends, also Sonntagabends war das. Da hat es gebrannt. Im Hotel. Aber es war so, das war halt super groß, das Hotel. Und es hat halt da gebrannt. Und es hat sogar im Flur gerochen. Wie nennt man das? Wie sagt man das? Gerochen. Gerochen, okay. Alle sind nach unten gelaufen. Wir waren zwar letzter. Ich habe mich so innerhalb 2 Sekunden komplett umgezogen. Das ist ein Rekord für mich. Und ja, dann sind wir zurückgefahren. Wir waren sogar in so ein komisches, wie nennt man das? So ein Museum. Da ist halt so alles klein. Also ich kann dir ein paar Snaps später schicken. Ah, warte, warte. Museum, wo alles klein war. Miniaturwunderland. Genau, da war das. Das war auch in cool. Hamburg, das ist so riesig und geil, ne? Ja, warst du auch da? Bin öfters. Öfter? Oh, das ist cool. Es gab das im Vulkan, aber ich habe nicht gesehen, ob da sogar Feuer rauskommt. Ich weiß nicht. Ich habe es nicht ganz genau gesehen, aber war cool. Sind Züge so unter uns gefahren und so. Ja, war super groß. Wir dachten eigentlich, wir sind durch. Dann haben wir den Raum rechts gesehen. Das ging aber doppelt so lang. So nach einer halben Ja, ist Stunde. riesig, das Ding.
Dann waren wir noch so auf diese komische Glas-Dings, wie nennt man das? Ja, ist halt hinter dem Wunderland da, da kommt man so hoch. Das war eigentlich kostenlos oder so. Ja, war das bei dir auch kostenlos? Warst du überhaupt da? Da ist so Jetzt ein bin ich mir Glasgebäude dahinter, wo das ist ganz hoch. ich warte, ich habe es gerade im Namen. Ich habe Empfehler, gerade. irgendwas, Ja, Empfehl, Emphilia Harmonie oder so. genau. Emphilia Harmonie. Ich kann das auch nicht aussprechen, aber ich weiß, Ja, was du meinst. okay. Warst du da? Schon öfters auch. Okay. Ja, Und das. ich wohne gefühlt in Hamburg. Ja. Ist es Also kostenlos? nicht Hast so. bist du auch kostenlos reingekommen? Ja. Ist kostenlos. Ich verstehe nicht, wieso da dann diese Check-In-Dinger stehen, damit du dein Ticket so einscannst. Warum, wenn das kostenlos ist? Da sind auch Wachleute und so. Ist voll cool, du musst dich hochlaufen. Da ist so ein, wie nennt man das, so ein Das Fahrtreppe-Dings, die ist hochgeht. wahrscheinlich, weil das ist ein Theater. Achso, ja, Das ist ein bitte. Theater und dann kannst du da Karten kaufen und Theater Ihr angucken. bist eh abgeschlossen. Ja, okay, egal. Dann sind wir noch mit Zug gefahren und so, war ganz cool. Waren wir beide so in. Oh mein Gott, das war so geil. Es gab da Waffeln einfach. Diese Waffeln, ich weiß nicht, wie man das nennt. Irgendwie Wonder Waffle oder so. Da gab es auch diese Jindawi Bowl oder wie man das nennt. Ich hab's nicht gegessen. Ich fand, das sah ein bisschen nicht so cool aus. Die Waffel sah leckerer aus. Und hab dann eine Waffel gegessen. Das war mit Diese Oreo, Schokolade, also Eisschokolade, Nutella. Ja, und Banane und Erdbeere und so. Wunderwaffeln sind doch so mit so, ja, Bubbles da drauf, oder? Nee, das ist einfach eine Waffel. Drin ist, die ist mit Nutella geschmiert. Und in der Waffel sind halt so, keine Ahnung, so Erdbeer hatte ich, Banane, Oreo habe ich mir ausgewählt. Dahinter war doch so, warte, ich snapp dir das eben. Und da war dann noch so eine Eiskugel hinter. Ja, das war ganz cool. Warte, ich suche eben das Foto. Wo Live ist Reaction im das? Podcast. Dann habe ich hier noch eine Lavalampe geholt. Und wir haben da neben unser Hotel war Domino's. Das war super. Da, Domino's. Ich habe noch nie. War Warte. ganz lang noch ein Pizza fressen. Nee, wir sind ja spaziert so. Warte, ich snap dir nie. Wahrscheinlich bist du ganz unten. Warte, ich suche dich so. Habt ihr das einmal geschickt? Das war super geil. Da steht sogar mein Name so auf dem Teller. Ja, das war. Und da Oh, Butter, mit Butter. Herzchen. Mit Herzchen sogar, genau. Auf Wer hat das meinen für dich ISO. gemacht? Ja. Okay. Hast du noch ein Thema zum Quatschen? Was Haben wir schreibst uns du? nicht noch welche aufgeschrieben? Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass wir ein Minecraft-Projekt machen wollten. Ob Oh, das stimmt, was. das wollten wir noch ankündigen. Ich habe jetzt, das war meine Idee, das muss ich Okay. jetzt gerade sagen, ne? Meine Idee. Okay. Ein neues Minecraft-Projekt. Und zwar hätte ich voll Bock, und ich glaube, ihr auch, auf so Better Minecraft mit so 1000 Mods. Und dann kann man da so Aufgaben machen, so geile Sachen bauen, und hätte ich voll Bock drauf. Ja, okay, mal gucken, ob das klappt. Es wird nicht wahrscheinlich zu 100%. Immer wenn ich sage, es kommt morgen Stream zum Beispiel, also Beispiel jetzt Stream, Es kommt wenn übermorgen Stream, wenn ich du. sag so, ja, später, wenn Guido so eine Stunde zurückkommt, mach Stream, passiert nicht. Also ich Ey, aber verspreche gar nichts. heute Abend kann ich zocken, ne? Heute Abend heißt, ich komme so 20 Uhr bin ich wieder, na, sieb, ja, doch ungefähr 20, 20, 30 bin ich wieder zu Hause. Ja, ich muss gucken, ich muss halt zum THW, danach muss ich noch essen, aber danach. Ja, okay. THW ist von 18 bis ja, ungefähr 19 Uhr. Ich bin wieder ein bisschen krank, Guido, Mann. Immer bin ich krank. Das liegt an, ja. Was liegt an? Ja. Musst du mal aufhören mit. Okay. Fährst du gerne, wie nennt man das, diese Rodelbahn? Hatten wir das Thema schon? Rodelbahn, was für Rodelbahn. Ja, wie nennt man das denn? Ist das so? Da drückst du so. Das gibt's in Surwold zum Beispiel. Ach so, ja, Im ey, voll Park. geil. Österreich, Berg runter. 2000 Meter Berg runter. Ey, Oh. das ist so geil, wenn du dann durch die Landschaft fegst. Ich hatte das einmal auf der Strecke, da steht einfach so eine Kuh. Hast du die überfahren? Nee, die muss halt. Ich habe mich einfach auf mich so mäßig hingelegt und habe dann Gas gedrückt. Und Oh, schade, die arme Kuh. was scheiße sein kann, wir waren da einmal, da war eine Dame, die wollte unbedingt mit ihrem Freund oder ihrem Mann fahren, aber die waren beide zu alt und zu schwer, um Oh. gemeinsam zu fahren. Dann Weil fahren die halt. man darf irgendwie nur bis 12 Jahren oder so mit irgendjemand mitfahren. Weil das sonst mit Größe und schwer sein und so nicht geht, wenn du hinten noch so einen Wagen dran machst. Und dann ist die alleine gefahren und die ist so langsam gefahren, dass wir das irgendwann Wow. so gemacht haben. Wir sind oben einfach stehen geblieben.
Und haben gewartet, bis die unten weg ist. Und dann sind wir Vollgas runter. Die können ja Stehen zu. auch. Ja? Ja, sag. Nee, du sagst jetzt. Stehen auch so Schilder, so aufpassen, Kurve, abbremsen, aber nichts da. Da war Tüte drin. Und die hatte bei jeder Kurve mit so einem Schritttempo. Ja. Und ja, die können auch. Die müssen ja nicht zu zweit fahren. Der kann ja hinterherfahren. Die können, ja. Ja, Ja. die wollten ja unbedingt zusammenfahren. Die sind dann Der kann ja nacheinander hinterherlaufen. gefahren. Also die sind beide gefahren. Er ist runtergefahren, schnell. Sie ist auch runtergefahren, aber sie war scheiße langsam. Aber die war doch vorne, oder nicht? Nein, die war dahinter. Also der Mann ist zuerst gefahren. So. Oder Ja, okay. andersrum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall saßen wir da sehr, sehr lange. Ich habe Okay. mal nebenbei TikTok geguckt. Okay. Nur wir sind Schrittgeschwindigkeit gefahren. Schrittgeschwindigkeit. Ich hat doch oben stehen geblieben, habt ihr gesagt. Ja, am Ende. GeForce Update. Treiber Das Problem Update. habe ich nicht. Ja, du hast AMD, peinlich. Warte, ich mach das mal eben. GeForce, egal, mache ich später. Und ja. Dann hätte ich noch ein Thema. Ich war ja in so einer Jumphalle. Das war da, wo ich Ski gefahren bin, in dieser komischen Halle. Aha. Das war so Kunstschnee, wie man das nennt. Das war voll eklig. Da ich bin, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich bin voll gegen eine Wand gefahren. Da ist halt so ein Dings, was sich nach oben zieht in dieser Halle. Ja. Und da ziehen sich Menschen und ich fahre da so, ich habe Kontrolle verloren, bin da so zum Glück nur durch die Menschen, nicht in einen Mensch, bin so da gegen die Wand geknallt, hat nicht wehgetan. Die Wand hat ein bisschen jetzt so kleine Rückstände von mir, weil ich bin ja cool. Und ja, da sind wir gegen. Dieses Schnee war voll eklig. Das war so vereist und so. Da konntest du irgendwie nicht drauf fahren. Ja, egal. Dann waren wir da. Da war so Jumphalle, alles neben einer Jumphalle. Ich glaube, da gab es noch irgendwie so Lasertag oder so. Und eine Spielhalle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da gab es irgendwo auf jeden Fall irgendwas. In der Spielhalle. Nicht Spielhalle. In der Jumphalle. Viel zu voll. Ich habe mich da hingesetzt. Wir haben irgendwie 4 Stunden, nein, nicht 4 Stunden, das wäre viel zu viel. So 2 oder 3 Stunden bezahlt. Das war voll unnötig. Wir hätten da Skifahren gehen sollen wieder. Weil es war auch, gab es auch, da war cool mit den Skien. Fahren, aber diese Sprunghalle war viel zu voll. Da konntest du gar nichts machen. War auch voll lame. Mann. Ich weiß, ich gucke einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Wie nennt man das? Wo war ich überhaupt? War auf jeden Fall in der Nähe. Hotel, also das war so ein Ferienwohnhaus. Die haben mir da auch voll komisch gesagt, dass es Internet gibt, aber da musste ich irgendwie, wenn ich auf dem Internet, du kennst doch so manchmal Internet, wenn du Internet auswählst, musst du noch so verifizieren, zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube, das war in Kaufland, musst du nochmal so anklicken und dann noch verbinden oder so, ne? Ja. Und zwar ganz komisch, aber wenn ich da draufklicke auf diesen Link oder diese Dings halt, dann komme ich auf einer Telekom-Seite. Und da kann ich dann irgendwie Internet kaufen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Deswegen habe ich mobile Daten gekauft und so. Aber war voll cool, diese Ferienwohnung. War halt eine Wohnung. Da gab es alles wirklich. War cool. Toilette bisschen zu klein. Jetzt mal anrufen müssen, ich hätte die Hotspot gegeben. Und ja, hast du noch ein paar Themen? Eben. Ja. Ja, Okay. Schule. Oh mein Gott, nee. Also, ich verstehe es nicht. Die sagen ja immer, also wir haben jetzt heute eine Arbeit geschrieben und wir haben noch sau viele Arbeiten vor uns. Ja? Aber diesen Monat, wir haben jetzt den 14. Und diesen Monat schreibe ich jetzt keine Arbeit mehr. Dafür nächsten Monat fast jede Woche drei Arbeiten. Darf man das überhaupt 3 Arbeiten pro Woche? Drei Arbeiten das Maximum. E-Mail Hm. checke ich nicht. Der hat gestern zwei Ja, Arbeiten gleichzeitig geschrieben an einem Tag. Darf eigentlich nicht. darf man nicht. Der Lehrer muss jetzt ins Gefängnis. So. Montag Knast. schreibe ich einen Test. Dazu muss ich noch lernen. Da muss ich noch meine Deutschhausaufgabe fertig machen, weil mit Giuseppe müssen wir so ein Interview machen und so. Dann habe ich Dienstag Bio, das checke ich überhaupt nicht. Ja, das war's. Also so Freitag schreibe ich noch Englisch nach. Ganz wichtig. Ja, dann ist übernächste Woche Zukunftstag. Ja. Dann haben wir noch Tag der Arbeit, so ein freier Tag. Montag ist das, da können wir natürlich streamen. Hoffentlich. Oh, davor schreibe ich noch Franz. Einen Tag vor Zukunftstag schreiben wir Mathe. Alles klar.
Okay, ja, okay. Erkläre irgendwas, Hausaufgabe, gar keinen Bock. Und jetzt Samstag feiern wir ja und oh, keine Ahnung, wie ich das machen werde. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe meine mündliche Note in Erdkunde. Ja, was hast du? 2. 2? Ich habe eine 2 minus. Oder eine 3 plus, Schlecht. ich bin mir nicht sicher. Heute habe ich Schlecht, meine Alter. Note. Fang mal an zu lernen. Ja, jetzt Meld reicht's dich aber mal. auch. Ich melde mich immer. Der ist voll Ehrenlos, der Jäger, Mann. Gib dir mir eine 3 plus. Oder eine 2 minus, ich bin mir nicht sicher. Also ich melde mich so oft. Melde dich gleich, Alter, auf Ja, jetzt reicht's. alles. Er sagt so, ja, meldest dich super oft, aber was du sagst, ist falsch. Und ja. Junge, ich melde mich nie, ne? Die alle sagt so, ja, hast du super gemacht. Du kriegst von mir jetzt eine 2. Ist eigentlich schon eine 2 plus, aber darin nicht ganz, es reicht nicht ganz. Also es ist eine 2, aber sehr, sehr knapp zur 2 plus. Ne? Aber du hast ja auch noch, wir mussten solche Auswertung machen über einige Städte. Wieso? Ja, aber wenn du deine Auswertung abgibst, könnte es vielleicht auch noch eine 1 minus werden. Willst du noch diesen Biozell abgeben, den du meinst, ist, dass du den nicht abgegeben hast? Ich muss den abgeben. Ja. Aber bis dahin, wann fängt denn euer? Das ist für Sexualkunde, oder? Ja, wir sind schon so seit vor den Ferien dabei. Hä, und wie machst du dann mit, wenn du den Zell nicht abgegeben hast? Ich setze mich in Klasse und mache mit. Ja, aber das macht keinen Sinn, hä? Was macht dann der Lehrer? Mich mitmachen lassen. Der sagt immer, ja, aber das musst du jetzt aber abgeben, sonst ist es rechtswidrig. Ich so, ja, ist ja gut, Alter, chill mal. Ich habe den Bei Zettel aber wem? hier. Ja, ich wollte Ach gerade so, fragen. gute Sache. Ich könnte den gleich mal suchen. Ja, kannst aber deine Eltern wissen, dass du Sexualkunde hast? Nö. Nee. Ja, okay, schade. Ja, fährst du denn gerne Ski, wenn wir gerade auf das Thema zurückkommen, so Ich diese bin andere? erst einmal Ski gefahren und das war, als ich 4 war. Boah, du hast ja gerade von meinen Skiskills gehört. Ich bin super krass im Skifahren. Ja, ich Junge, bin. damals, ne, ich war so 4 Jahre. Ich hatte nie Bock auf Skifahren. Ich Ich bin habe immer immer mit noch meinem keinen Bock. Vater lieber schwimmen gegangen, als wir im Skiurlaub waren, ne? Ja, Schwimmen ist cooler als Skifahren. Ich mag nicht so Ja. besonders Skifahren. Und dann, wir saßen da so, Skifahren. Ich, richtiger Amateur, war nie da beim Skidreh, bei Skischule. Hey, Ne? du warst bei einer Dann, Skischule? ja, in Österreich. Okay. Dann, wir gehen so einen Ticken höher eine Piste, die ein bisschen länger ist. Ich latz mich direkt ins Netz rein. Ja. Dann, ein Tag später, und die wissen, dass ich richtig scheiße bin, kommen die an und sagen, ja, wir fahren jetzt mal einen Berg von ganz oben ganz runter. Ja, die schwarze Piste einmal gerne, Dankeschön. Den ganzen Berg runter, von ganz oben nach ganz unten. Ja, ist das So eine schwarz ganz ist doch die normale beste, oder? Piste. Ist, Schwarz ist die schwerste. meine ich Also es ja. war so ein Mischmasch aus allem. Im Sommer sind das Wanderwege, im Winter kannst du mit Ski runterfahren. Wanderweg, da wandern tue ich auch super gerne, das mag ich, Ja, wandern. ich auch. Und Wandern dann, ist ne? cool. Dann, ich fahre da so runter. Ich war schon voll genervt, weil da waren überall Mädchen bei mir in der Gruppe, die sind scheiße langsam gefahren und die mussten alle 5 Minuten auf Toilette. Da mussten wir warten, auf so eine Alm anhalten. Ich habe voll Terror gemacht, ne? Dann meine Skilehrerin kommt da und sagt, ja, okay, ich hole den Chef hoch. Okay, Nicht zu den Chef, dir. sondern ich hole dir, ja, der ist so ein Typ hochgekommen. Aber Dann der hilft dir dann erste, oder was? Warte kurz, der hilft dir nee, dann. ich durfte ja nicht alleine runterfahren, Also, deswegen musste er ja. immer mitkommen. Ja, dein Fahrer Ich dann, oder so? nein, das war dieser Typ von der Skischule, ein Okay, anderer okay. Lehrer. Aber er ist nicht, wir sind nicht normal runtergefahren, sondern weil ich so ein Heckmeck gemacht habe, sind wir dann einfach, ich stand zwischen sein Bein mit meinen Skifahren, ich war damals ja noch klein, ne? Er hätte seine Skistöcker vor mir gepackt, dass ich mich mit meinen Händen da festhalten konnte. Und dann sind wir zusammen Runtergefallen. hier runtergefahren, nicht runtergefallen. Okay. Oh, das ruhig, da kommt jetzt, ihr seid so gegen Netz gefahren und so. Nee, wir sind dann, er ist ja Profi. Oh mein Gott, als wir letztes Jahr waren wir an Weihnachten in Bulgarien, da haben wir Böller. Das war super cool. Wir haben im Schnee Böller geworfen. Kannst du, oder? Das ist super cool. In Deutschland ist kein Schnee, gibt's nicht sowas. Ich werde nicht nehmen, wir ja noch Nee. Silvester. Deutschland, Digga, was für Schnee. Oh, Alter, 2021 war ja Böllern illegal, ne? Ja. Wir haben uns so aus Polen Böller bestellt, warum auch immer, man konnte die bestellen. Per Express zu uns nach Hause. Dann Und dann durftest du nicht wir ballern. haben Böller in so einen Schlot gepackt, ne? In was für ein Digga, da Ding? kam locker eine 3 Meter hohe Fontäne. In was für ein Ding? Schlöt? Schlot. Was ist das? Ein Schlot ist sowas, wenn du wie
Hier, wo wir sind, haben wir ganz viele Kanäle, ne? Ja, Kanäle, okay. Das ist gut. Und ein Schlot ist quasi ein Kanal in klein. Also in ganz klein. Da sind irgendwie nur ein paar Zentimeter Wasser drin, irgendwie 2, 3, 4, 5 Zentimeter. Ein Teich. Nein. Da läuft Okay, auch so okay. Wasser lang und so. Das haben wir hier bei uns echt viel. Wenn ich jetzt hier google nach Schlot, kommt irgendwie so ein Kraftwerk raus. Okay, das ist jetzt auch egal. Dann Schlot, Schlot. Warte, warte, ich google das, ich schicke das rüber. Wartet, Leute, ich ziehe das mal rüber Noch hier. so ein Graben, sagt man da auch zu. Ein Schlot, wenn ich. Was? Schlot? Da gibt es Unterwasserschlot, Ja, hier, gib mal Graben ein auf. Vulkanschlot. Graben. Einfach nur Graben oder Einfach Grabenschlot? graben, einfach graben. Okay. Also das ist ein Schlot. Ja, dann weißt du das, jetzt weißt du, was ich Achso, meine, ne? okay. Ja, genau. Okay. Einfach so ein kleiner Fluss, der irgendwo durchgeht. Ja. Okay. Okay. Aber wir sind schon bei 22 Minuten, Guido. Das heißt, Folgenende. Dankeschön fürs Zusehen. Schaut bei den anderen Folgen vorbei, weil die sind auch super wichtig. Bei meinem YouTube-Kanal könnt ihr auch super gerne vorbeischauen. Außer ihr guckt das auf YouTube, dann guckt bitte auf meinen Podcast-Kanal. Okay. Liken und abonnieren auf YouTube. Auf Spotify kann man, keine Ahnung, was man da macht. Okay, danke fürs Auch Zusehen. abonnieren. Abonnieren, genau, ganz wichtig. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Podcast wieder. Tschüss.